Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Inventions. Wir sind hier gerade dabei, unsere Eisenbahn so ein bisschen anzuschließen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch ein paar Schienen dabei habe. Habe ich gar nicht. Ist ja doof. So, pass auf, dann machen wir erstmal hier so ein bisschen Beleuchtung, dass wir jetzt hier vorankommen. Und zwar hatten wir die immer in Höhe 3. Das wäre also dann da. Und in Höhe 3. Gut. Und dann immer im Dreierabstand. So, hier muss natürlich jetzt noch Wände gebaut werden. Dafür machen wir hier eine so eine Reihe runter und dann können wir bis hinten den durchbauen. Deshalb habe ich noch Steine dabei. Dann können wir die nämlich jetzt einfach hier schon mal verwursten. Machen wir nämlich jetzt hier einfach als Füllmaterial rein. Jetzt bin ich mit meiner Maus hier weggerutscht. So. Füllmaterial. So. Machen wir die schon mal los. Und jetzt haben wir hier unser Baumeisterstab. Mit dem machen wir jetzt hier bis vorne hin alles zu. So. Gut. Das wäre schon mal erledigt. Jetzt machen wir natürlich hier noch ein bisschen. Wollen wir das Ganze hier noch ein bisschen beleuchten. So, jetzt holen wir uns erstmal von hier drüben den Abstand, den wir brauchen. Das wäre dann da. Hier. So. 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 In der Ecke machen wir überall. Dann kommt da was hin. So. Und irgendwie habe ich mich hier verbaut, oder? Eins, zwei, drei, fünf. Wie viel brauchen wir denn? Immer vier, gell? Vier. 4, also 4 ist richtig, hier sind 3, da sind 5. Ja, Mist. Dann muss hier tatsächlich wahrscheinlich das Holz um 1 versetzt werden. Ja, das Holz muss versetzt werden. Verkehrt gebaut. Da habe ich das Holz verkehrt gebaut. Das ist der Scheiße. So, bis auf 4. Machen wir es bis dahin und machen wir hier das. Warte mal, habe ich denn eine Axt nicht mal da irgendwie? Guck mal, hier ist doch eine Eisenaxt, die können wir doch mal kurz dafür nehmen. Die funktioniert gar nicht. Oh, ein bisschen langwierig jetzt. Aber es geht. Es sind ja nur noch 4 Blöcke. Oh. Ist ja peinlich. Beim letzten Block bin ich abgestürzt. So. Erstmal alles aufsammeln, denn das werden wir gleich wieder brauchen. Jetzt geht es nach oben wieder, hier über unseren Fahrstuhl. Schwupp. Und einmal hier mit unserem Spezialwerkzeug das schon mal schließen. Jetzt haben wir hier irgendwie unser Holz. Ja, wir machen erst den kleinen Stapel hier platt. So, den machen wir jetzt hier. Schließen wir erstmal alles hier an. Gut. Und wir haben immer noch keine Schienen da. Die müssten wir uns jetzt oben holen. Oder wir können doch hier mal gucken, ob wir die vielleicht so über... Ich habe ja noch so die Möglichkeit, welche zu holen. Gut. Schienen. Jetzt habe ich, glaube ich, auch zu viele geholt, weil jetzt habe ich wieder das ganze Inventar voll. Und das ist eigentlich doof. So, die Schienen sollen bis hier hinten hingehen. Das ist also so der Wartebereich sozusagen. Und ja, das ist unpraktisch. Da müssen wir natürlich dann noch eine Weiche einbauen. Der muss auch nochmal weg. So, hier muss eine Weiche rein und dann kann der Zug bis hier drüben hinfahren, fährt dann hier vor, wartet dann hier ungefähr, bis oben die Bahnstation frei ist. Und dann... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hier ist doch irgendwas nicht richtig. Da stimmt was nicht. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg.
So, und... Also, den können wir schon mal rausschmeißen, weil die Spitzhacke da... Quatsch, die Axt hat ja nichts gebracht. So, Schienen habe ich aber auch erstmal viel zu viele einstecken. Die können wir erstmal wieder raushauen. Das ist okay so. Jetzt habe ich wieder Platz, um Sachen aufzuheben. So, jetzt holen wir uns mal leuchtende Creeper-Steinchens und vielleicht auch schon mal so ein bisschen was von dem Glas. Dann können wir nämlich hier auch das Ganze schon verglasen. Also hier soll jetzt das Ganze, hier soll die Eisenbahn später hochfahren. Die Lokomotive. So. Und die Creepersteine sind nämlich hier hinten. Habe ich mir gedacht, die sind eine Etage höher. Aber das geht auch so jetzt hier. Guck, so. Und, nee, sind sie gar nicht. Sind eine Stockwerk tiefer, glaube ich. So, da sind sie. So, Creepersteine. Leuchtende Creeper-Marmorsteine. Okay, bewerfen mal die ganzen normalen Steine raus. Auch hier die Fahrstühle behalten wir. So, und, nehmen uns erstmal nur die Creeper-Steine mit. Das sind dann die hier. Und verlegen die jetzt mal. So, pass auf. Hier, erst oder eins hoch. Ach nee, das war ja gar nicht hier. Das war ja hier drüben. So. Und wir gucken mal, bis wohin die schon gelegt sind. Achso, das Glas wollten wir noch mitnehmen. Was haben wir denn da für Glas gesetzt? Haben wir nicht leuchtendes Glas? Leuchtendes Glas. Erleuchtetes Quarzglas verbreitet Licht. Explosionssicher. Da ist kein Rezept für gespeichert. Das ist aber eher doof. So, wir werden mal hier oben gucken, wie das mit dem Glas so ist. Das ist doch normales Quarzglas, oder? Quarzglas, Quarzglas, alles normales Quarzglas. Wie sieht denn das erleuchtete Quarzglas aus? So. Eigentlich sollte unten nämlich erleuchtetes Quarzglas sein und darüber dann ganz normales Quarzglas. So war das angedacht. So, dann könnten wir das auch schon mal setzen hier. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr Licht und dann können wir später die ganzen Fackeln wieder einsammeln. Huch. So, wie viele habe ich denn davon? 31 Stück. Geht halt hier so runter. Hier in den Fahrbereich, wo später die Eisenbahnen laufen, da soll eigentlich keine... soll man eigentlich nicht so hinkommen. Ich kann es auch so machen. So, jetzt habe ich keine mehr. Das ist natürlich doof. Müssen wir es doch nochmal oben ein bisschen eindecken. Dem Computer vielleicht schon gleich das Rezept beibringen, aber dabei könnten wir jetzt eigentlich auch hier so, könnten wir jetzt beim Hochgehen, könnten wir hier auch schon Maschinen legen. Das hört sich an wie eine, Ratte. Wie so eine Nesserratte hört sich das an. Die möchte ich ja eigentlich nicht hier haben. So, jetzt kommen wir hier oben schon in der Basisstation an. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwelche Monster reinkommen. So, und wie sieht es hier oben aus? Haben wir hier irgendwelche Monster? Ne, sieht gut aus. Und ganz oben? Ne, sieht auch gut aus. So, hier haben wir jetzt die Bahnstation. Da drüben ist natürlich noch gebaut werden. Da sieht man ja, da ist noch gar nichts fertig. Hier liegen noch die anderen Gleise. Die müssen natürlich weg hier. So, hier soll es also hochgehen. Die Eisenbahn fährt dann hier rein. Das können wir eigentlich mal wegmachen. Eigentlich können wir auch die ganzen Gleise hier wegmachen. Wir haben uns ja für die verstärkten Gleise entschieden, weil die mehr aushalten, wenn hier mal irgendwie Creeper-Party ist oder so.
dass hier nicht gleich alles kaputt geht. So, und dann auch hier drüben machen wir auch gleich die neuen Gleise hin. Hätten wir schon mal hier im Bahnhof, haben wir schon mal neue Gleise liegen. Hier geht es schon mal hoch. Drüben soll es ja noch runter gehen. Wie sieht es denn eigentlich in der unteren Etage aus? Haben wir die denn schon fertiggestellt? Schwupp. Der hat mich irgendwie verdreht hier. Hier geht es schon mal runter. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da müssten wir jetzt nur hier gucken, dass wir das noch weiterbauen hier. So, hier geht's hoch. Und zwar ist der hier falsch gesetzt irgendwie. Geht's da noch weiter runter? Nee. Gut. Der ist falsch gesetzt. Da muss ich zwischen den Folgen mal kurz anpeilen, wie das funktioniert. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir beleuchtetes Quarzglas irgendwie erstmal dem Computer beibringen. Das ist ein Creeper. So, oder erleuchtetes Quarzglas. Das bringen wir ihm jetzt erstmal bei. So, hier zum Computer-Turner. So, hier geht es erstmal los mit beleuchtetem. Oder ist es doch erleuchtet? Erleuchtetes Quarzglas. Ach, das wird in der Legierungsschmelze hergestellt. In der Legierungsschmelze wird das hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon Legierungsschmelzen haben. Haben wir denn hier schon Legierungsschmelzen? Da müssen wir erstmal gucken. So, wie sieht es denn hier legierungsschmelzigerweise aus? Ihr seid doch Legierungsschmelzen. Gut. Dann müssten wir euch jetzt hier so ein bisschen umkonfigurieren. So. Wo ist denn hier eure Computerleitung auf der Seite? Da gibt es noch gar keine, oder was? Das werden wir auch mal ändern. Pass auf, hier oben erstmal die Trichter. Huch. Die Trichter kommen weg. So, erstmal Trichter weg. So, jetzt machen wir mal hier. Was sagen wir denn mal für die Seite? Hier ist also... Haben wir hier schon irgendwie Farbcodes festgelegt, wie das so sein soll und so? Da ist blau... Blau und hellblau. Hat man gesagt, immer die gleichen Farben, hell und normal auf einer Seite? Oder wie hatte ich das gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir könnten natürlich hier auch Folgendes machen. Ja, das gefällt mir besser. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen mal hier... sowas. Machen wir hier sowas. Und hier sowas. Machen nämlich jetzt die Füße um eins länger. Ich hoffe, dass das geht. Holen uns mal Controller. Oh, die haben wir nicht im Computer. Ich sehe sie gerade gar nicht. Ja, wie heißen sie denn? ME-Controller. Warum hast du die nicht gefunden? Okay, ME-Controller. So, da ist einer da. Ach, was mache ich denn? Das ist doch gar nicht mein... Das ist doch gar nicht der Computer. Hier. Okay, das Rezept ist noch nicht drin gespeichert. Dann machen wir das gleich mal. ME-Controller. So, da ist es. Wir machen mal... Ah, wir haben kein... Wir haben kein Himmelssteinblöcke. Wir haben überhaupt keinen Himmelsstein. Ach, das ist ja hier diese Welt, wo man das selber herstellen muss. Ist ja wahr. So, wir brauchen Kohlepulver und wir brauchen Cleanstones. Okay. Gucken wir erstmal nach. Kohlepulver. Kohlepulver. Pulverisierte Kohle. 1000 Stück.
Weißt du was? Mach mal folgendermaßen. Dann lassen wir doch gerade mal hier überall Kohle einfüllen. Ja gut, also wenn wir es jetzt überall einfüllen lassen, ist natürlich ein bisschen doof. Wir machen es mal nur hier. Oder vielleicht hier und da. Ja, pass auf, da ist so ein komisches Zeug drin. Wir machen es mal nur hinten bei den zwei, weil die machen so komische Sachen und die anderen machen irgendwie was Vernünftiges. Deswegen machen wir da das nicht. So, wir machen das mal weg hier und dann bringen wir dem Computer erstmal bei, wie er Himmelssteine herstellt. So, hier ist es übrigens so, wenn ihr jetzt was tippt, wie zum Beispiel Controller, jetzt geht es natürlich, manchmal tippt ihr was und dann funktioniert es nicht, dann liegt das ganz einfach da dran, weil es die Zahlen. Manchmal tippt man was, wie zum Beispiel jetzt hier Zahlen. Ich tippe jetzt hier und es geht nicht. Das liegt aber einfach nur daran, weil mein Cursor hier in dem Feld ist. Wenn ich jetzt runtergehe, kann ich wieder tippen. Das ist uns schon öfters aufgefallen. Das könnt ihr euch mal merken. Da ist also der Fehler, liegt ganz einfach daran. Der Cursor darf da nicht drauf sein. So, wir machen mal Himmelssteine. So, Himmelssteine. Schwarz, da ist der Himmelsstein. Und das Ganze ist eine Fertigungsschablone. Davon machen wir nur eine, weil das geht dann nicht relativ schnell, die herzustellen. So, dann wollen wir herstellen eine Processing Pattern. Und zwar wollen wir, ach, das können wir gar nicht machen, weil wir einfach nicht, warte, Sekunde, können wir nicht machen, weil ich keine Himmelssteine da habe. So, ich mach mal so. Wir holen uns mal ein Stack. Ach, wir machen es anders, pass auf, so. Molekularassembler, hier unten ist noch nichts, ist noch nicht viel so los. Und dann machen wir das mal rein. Und jetzt machen wir mal hier Himmelssteine. Und sagen mal, er soll 2000 Stück machen. Ach, so viel haben wir nicht. Guck mal hier, wie viel Kohle dabei drauf geht. Wow. Das ist heftig. So, pass auf, wir machen mal. Ey. Wir machen, glaube ich, doch die Kohle unten. In alle rein. Doch Kohle einstecken. Ja, also wir machen das doch überall rein. So, da ist Kohle drin. Und ich brauche ganz viel Kohle. Ganz, ganz viel Kohle. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass in unserem Rezept, was wir da eingestellt haben, dass das auch mit Holzkohle funktioniert. Holzkohle. Pulverisierte Kohle habe ich da nämlich eingestellt. Pass auf, geht das auch mit Holzkohle? Ich hoffe das. Sonst haben wir nämlich hier Achso, pulverisierte Kohle. Genau. Warte mal. Pulverisierte Kohle. Welche geht denn da gerade hoch? Pulverisierte Holzkohle. So, jetzt machen wir mal hier den Test, ob das geht. Und es geht nicht. Wir brauchen also die normale Kohle. Wir brauchen die normale Kohle. Gut, dann müssen wir da ein bisschen umdingsen. Da müssen wir ein bisschen improvisieren hier. So, das kommt da rein. Und das kommt da rein. Und die kommt raus. Die kommt raus. Und jetzt haben wir natürlich das Problem hier, dass wir das Ganze jetzt nicht abtransportiert bekommen. Sekunde. Also die Kohle muss erstmal komplett raus. Ah, ich stehe hier also auf dem Kabel von der Maus. Also mit der Maus stehe ich hier andauernd auf dem Kabel. Himmelssteine und Obsidian. Das ist okay, das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. So, und hier die Steine können auch raus. Die können auch erstmal raus. Ja. Folgendes. Hier müssen jetzt erstmal. Muss die ganze Kohle wieder raus. Ich glaube, ich muss erstmal alles. Ich muss leider erstmal alles rauswerfen. Damit es schneller geht. So, die muss raus. Das war mein Fehler.
So, die ist natürlich hier verstopft jetzt alles. Die Holzkohle. Ach nee, warte. So. Gut. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Sieht gut aus. Hier kommt jetzt das Zeug. Das ist okay. Das ist auch okay. Wieso sickert da nichts nach? Achso, es befüllt sich, glaube ich, gerade hier unten. Genau. So, ja, das ist natürlich ein bisschen langsam hier. Eigentlich bräuchten wir die Kisten gar nicht mehr, weil das ja mit unserer Dingsanlage oben klappt ja eigentlich ganz gut. Eigentlich ist das Quatsch, was ich hier mache. Also wir können doch das Computerkabel gleich runterziehen. Ah, da muss ich natürlich hier alles nachstellen. Alles, was jetzt hier eingestellt ist, müsste man dann wieder neu einstellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen auch Zeit und so Zeugs technisch ein bisschen doof. So, hier wird jetzt Kohle hergestellt. Das heißt, wir können gleich hier Himmelssteine herstellen und die Himmelssteine müssen wir jetzt gleich noch einstellen, dass die gebacken werden. Himmel. So, dann machen wir die Hälfte und mit denen gehen wir hier runter und meine Öfen sind ja hier. Eigentlich stört das total. Wir müssten das echt runterziehen und müssten das mit... Wir müssten da den Computer umbauen. Und zwar hellblau geht ja hier runter. Das heißt, wir sollten da auch gleich hellblaue Kabel verlegen. Das machen wir auch. Hellblau. So 71 Stück. Und wir brauchen Exportbusse. Und wir brauchen... Kapazitätskarten, wir brauchen Beschleunigungskarten. Genau, das setzen wir uns alles mal hier unten rein. Auch das. So, jetzt machen wir erstmal hier oben so ein bisschen, räumen wir ein bisschen auf. Das muss weg. Hier drüben das. Was ist da drin gespeichert? Achso, es ist ein Import. Gut. So, jetzt kommt hier erstmal hellblau. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal einen Importbus noch. Import. So, das ist... Achso, hätten wir ja einen gehabt, stimmt ja. Da wäre ja einer da gewesen. Ich lege das mal so. Und dann machen wir hier einen Import drauf. Und machen hier schon mal ein Käbelchen. Und dann machen wir hier Exportbusse. Machen wir hier 1, 2, 3, 4... Jetzt müssen wir natürlich hier die ganzen Pulversachen einstellen. Und wahrscheinlich... Ach, Mist. Wahrscheinlich haben wir nicht das ganze Pulver da, was jetzt hier... Da ist gar nichts drin gespeichert. Ach so. Na dann, wenn da eh nichts drin gespeichert ist. Adios. So. Da müssen wir, glaube ich, sowieso hier mal... Da gibt es jetzt gleich hier... Probleme. Sehe ich schon auf uns zukommen. Weil wenn wir vergessen haben, die ganzen Pulver hier einzustellen, dann kriegen wir hier jetzt echt gleich... Na, wirst du sehen. Da haben wir jetzt richtig viel zu tun. Da müssen wir jetzt die ganzen Pulversachen einstellen, die jetzt die ganze Zeit zwar hergestellt worden sind, aber die sind gar nicht verarbeitet worden. Das ist natürlich jetzt hier ein großes Problem. So, das hier könnte man noch da dazu. Nee, geht nicht. So. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, dass wir leider schon am Ende dieser Folge angekommen sind. Ich behalte mal hier unten, das behalten wir mal drin. Die werfen wir raus, die werfen wir raus, die werfen wir raus. Dann das behalten wir. Aber jetzt müssen wir mal hier gucken. Staub. So, wir haben hier Zardus-Staub, den wollen wir natürlich nicht wieder umwandeln lassen. Diamantstaub auch nicht. Wir haben hier Flux-Staub, wir haben hier Closedown-Staub. Machen wir einen Closedown-Staub. Und Nesser-Staub. Gut, jetzt müssen wir mal das gucken. So,
So, Dust haben wir eine ganze Menge da. Wir haben also hier Bauxit, Cinnabar, Dust. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was jetzt hier. Ich glaube, das. Kann man da irgendwas draus herstellen, wenn man das jetzt hier in den Ofen legt? Bin ich jetzt gerade mir gar nicht sicher. Aha, Iridium geht. Iridium geht schon mal. Und es geht auch Uranium. Gut. Iridium und Uranium geht schon mal. So, dann brauchen wir von jedem eins. Das stellen wir schon mal hier hinten ein. So. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was da eben noch alles zerstampft. Nee, was könnte das denn sein? Pulverisiert, genau, das war's. Pulverisiert. Und zwar haben wir hier Aluminium. Wir haben Enderperlen. Wir haben pulverisierte Kohle. Ja, guck mal hier. Pulverisierte Kohle haben wir jetzt schon 3000. Das ist eigentlich genug, oder? Blei. Eisen. Ferröses Eisen. Schillerndes Metall, Silber, Zinn, Schwarzpulver brauchen wir nicht. So, pass auf, Kohle haben wir jetzt eigentlich genug schon. Dementsprechend würde ich fast vorschlagen, dass wir hier schon mal Folgendes machen. So, das dauert natürlich jetzt lange, bis wir das hier abtransportiert haben. Aber die Kohle kann da schon mal rein, die können da rein und das braucht man nicht. So, den Rest brauchen wir alles noch. So, jetzt sammeln wir erstmal hier die ganze Kohle wieder ein, die wir jetzt gerade hier fast umsonst da verballert haben. Ich hätte auch erst drüben noch den Dust einstellen können, da hätten wir mehr Platz gehabt. Kann ja auch machen. Hier, pass auf. Hier, Kupfer, Gold, dann Ferrösen bin ich mir nicht sicher, Eisen und Blei. Kupfer, Gold, Eisen, Blei. Und dann haben wir hier noch, welche Kandidaten schicken wir da rein? Zinn, Silber, Enderperlen bin ich mir nicht sicher, Aluminium und schillerndes Metall. Silber, schillerndes Metall, Aluminium. Aluminium bin ich mir auch nicht sicher, ob es klappt. So, erstmal hier weiter einsammeln. Und das erstmal raus. So. Da liegt sehr viel Kohle. Und raus. Und es lichtet sich. So, kommt auch raus. Kommt auch raus. So. Hier muss mehr Licht rein. Das heißt, wir wollten ja hier noch Dachbeleuchtung machen. Das könnten wir natürlich jetzt, wohl die Löcher hier gemacht haben, schön hier einbauen. So, pass auf. Jetzt kommen hier oben erstmal. Habe ich irgendeinen Block, auf den ich mich draufstellen kann? Himmelsstein. Einen Himmelsstein-Block mal hier hingestellt. So, pass auf. Da kommen hier Export, 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 Export. Und da kommen natürlich andere Farben hier hin. Das machen wir dann gleich. Aber wir könnten natürlich jetzt hier das Ganze schon mal auffüllen. Kapazitäts... das waren Beschleunigungskarten und Kapazitätskarten. Machen wir jetzt überall rein. Kappa und Beschleunigung. Kappa und Beschleunigung. Und nochmal Kappa und Beschleunigung. So, dann wären die schon mal ausgestattet. Da muss nur noch die andere Farbe rein. Wir legen das alles wieder hier rein. Pass auf, so. Und zwar... Da kommt das da, das da, das da.
Genau. Und den Rest behalten wir erstmal. Das schieben wir hier rüber. Die Kisten können raus. Schwert behalten wir jetzt erstmal dabei. Das hier mit dem Pulver gucken wir uns später nochmal an. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Das machen wir hier rein. Und genau. Die Himmelssteine hätte ich gerne, dass wir die schon mal brennen. So, Himmelssteine sollen eigentlich... brauchen wir irgendwann Himmelssteine in der normalen Ausführung? Ich glaube, die können wir alle brennen lassen, oder? Ich glaube, die können alle hier durchlaufen. So, und das läuft schon sehr gut. Was hatte ich jetzt noch? Das war's. So, und das war's auch von dieser Folge. Wir werden in der nächsten Folge mal gucken, dass wir hier Deckenbeleuchtung hinbekommen. Und zwar gibt es eine ganze Menge Lampen, die wir auch herstellen können. Ich hoffe, dass wir die schon zusammenbekommen. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder zuschauen würdet. Bis dann. Ciao. Ach ja, schreibt auch nochmal, ob ihr irgendwie Ideen habt, was wir noch bauen können und so. Das wäre auch ganz nice. Bis dann. Ciao.